Wir verlassen die aufregende Stadt, überschreiten die 2000er-Marke und landen in Kovin. Dobro jutro zusammen. So, diese Nacht hat es natürlich ordentlich geregnet. Für uns natürlich perfekt. Wir verlassen jetzt unser neues Eigenheim wieder. Hast du gut geschlafen? Ja, war unruhig, ne? Ich glaube, wir hatten zwischendurch einmal Besuch. Wir vermuten, das war eine Katze. Gestern Abend waren wir aber noch bei unseren Gastgebern, Thomas mit seiner Frau. Und haben uns 2, 3 Heineken gegönnt oder auch 4 Heineken Connected People. Der Thomas ist in der Automobilbranche tätig und hat deswegen auch ein perfektes Englisch drauf gehabt. Und jetzt geht's auf jeden Fall weiter auf unseren Fahrrädern Richtung Belgrad. Da lang. Und natürlich an dieser Stelle auch nochmal ein fettes Dankeschön, Fala. Puna Fala heißt Dankeschön, also die höflichere Form von Fala, von Danke. Puna Fala an Thomas und seine Frau für die leckere Beköstigung und natürlich für die Gelegenheit hier zu schlafen. Domo arigato gozaimasu. Schau mal da an. So, wir befinden uns kurz vor Belgrad, ca. 10 Kilometer. Richtig schicke Gassen hier. Oh, Kopfsteinpflaster ohne Gnade. Donauufer. Das ist natürlich mal eine feine Sache hier, so mit Radweg. Kurz bevor wir jetzt in Belgrad reinfahren, finden wir hier noch ein paar richtig coole Karten. Hier haben wir das gleiche nochmal in Englisch. Danube ist übrigens die Donau. Und für ganz experimentierfreudige Menschen haben wir hier noch den Eurovelo 11. Die East Europe Route. Ja, nicht schlecht. Ja, wir sind jetzt gerade eben von da gekommen. Wir hatten wieder einen richtig krassen Berg. Wir haben uns auch entschieden, hier in Belgrad jetzt 2 Tage zu bleiben, weil die Stadt soll so groß sein wie Berlin und die schafft man einfach an einem Nachmittag nicht. Und unsere Unterkunft wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Wir schließen. Hier, die Gastgeber hatten noch einen kleinen Rohrbruch. Hat die Vormieterin hat hier eine Windel ins Klo geschmissen und hat alles verstopft. So, hereinspaziert. Kommen Sie rein. Hier haben wir eine kleine Küche. Wohnzimmer. Schlafzimmer. Badezimmer mit Waschmaschine und natürlich Dusche. Für uns mega geil hier vorne Klimaanlage, dann jetzt die nächsten Tage sollen es wieder, wie viel Grad werden? Oh, bestimmt 38. Jo, hat der Wetterbericht schon vorher gesagt. Ansonsten haben wir einen schönen Garten. Da stehen unsere Fahrräder, versteckt im Grünen. Ja, kann man glaube ich nicht meckern. Morgen geht's nach Belgrad. Sehr schön, WLAN soll auch super sein, das heißt wir können noch ein bisschen arbeiten. Jo, wir verlassen jetzt unsere Hütte. Wie schon angedroht, fahren wir mal in die Innenstadt. Wäsche hängt schon draußen. Und, hast du gut geschlafen? Ja. Oh ja, ich auch. Sehr gut erholt. Okay, los geht's. Da lang. So, jetzt zeigen wir euch mal, wo wir gestern unsere Fahrräder aufgeschoben haben. Ja. Guck mal, wie steil das hier nach unten geht.
Das sind bestimmt, weiß ich nicht, 10%, 10, 12%. Ja, das ist richtig schwer. Und da hinten sieht man die Donau fließen. Also der Ausblick von hier ist fantastisch. Die Wolken sehen auch fantastisch aus. Ja, jo, da hinten kommt gleich Regen, aber unser Wetterbericht sagt, kein Regen für Belgrad. Das ist ja 27er. Aber. Jawohl, heute nehmen wir mal die Öffis in die Innenstadt. Wir nehmen den Bus. Nummer 27 zur Technischen Fakultät. Hier die Straßenbahn. Das ist noch ein schönes altes Schätzchen. Okay, Ziel erstmal erreicht. Wir stehen jetzt hier an dem wohl bekanntesten Gebäude von Belgrad. Genau. Ja, jetzt stehen wir schon mal davor. Gerade da hinten versucht auch jemand reinzukommen, aber wohl ohne Erfolg. Vielleicht gibt es ja so einen Nebeneingang, wo man hier Eintritt zahlen kann und das Ding besichtigen kann. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Gebäude. Das ist übrigens die St. Sava, der St. Sava-Tempel. Hier diese Kirche vor uns, die St. Sava-Kathedrale, ist wohl eines der wichtigsten, nicht nur Kirchen, sondern auch Gebäude der orthodoxen Kirche. Im ganzen Balkan. Ja, ja, auf der ganzen Welt sogar. Auf der ganzen, ja, genau. Und der Kuppeldurchmesser beträgt schon 30,16 Meter. Das ist riesig. Das kommt wahrscheinlich gar nicht rüber. Oh ja. Und deswegen würde ich sagen, hier haben wir einen Eingang gefunden auf der Westseite. Und da gehen wir jetzt mal rein. Ja. Mitkommen. Oh ja, hier steht es auch sogar auf Hebräisch. Hier steht es auf Hebräisch. Oh, ja. Und auf Arabisch. Und jetzt. Oh, Achtung, verbeugen. Das Ding hat sogar einen eigenen Souvenirladen. Hier kriegt man, glaube ich, Fabergé-Eier. Alter Schwede, guck. Das kommt nicht rüber auf der Kamera. Das muss man gesehen haben. Na, was sagst du? Also, ich habe noch nie so eine Kathedrale gesehen. Krass, ne? Man kann das gar nicht aufzeichnen, weder mit Fotos noch mit Video. Ich bin geplättet, dass man sowas überhaupt bauen kann. Heftig, ne? Diese ganzen Mosaike sind alle aus Gold. Also ich bin auch total sprachlos. Ich war auch selbst noch nie in so einem Teil drin, wo man schon große Gebäude besichtigt hat. Aber das hier schießt den Vogel definitiv ab. Ja. Ist nicht umsonst die größte Kathedrale im ganzen Balkan. Hashtag Belgrad. Ich finde das mega geil. Die Stadt ist so modern mit Radwegen, behält aber ihre Tradition mit solchen alten Kutschen hier. Fährt aber auch mit neueren Generationen von Bussen. So ist natürlich nicht. So, wir haben gerade hier in Belgrad unseren Mobilfunk aufgefrischt bei Jettel. Jettel hatten wir auch schon über den österreichischen Prepaid-Tarif. Und da kommen wir auch direkt schon zum Thema. Wir dachten, wir erzählen euch mal so ein bisschen was zu Mobilfunk auf Weltradreise. Wir fangen einfach beim Start an. Also wir hatten ganz normal, wie ihr wahrscheinlich auch, eine herkömmliche deutsche Nummer. Zwar auch prepaid, also nicht vertragsgebunden, aber wir waren bei E-Plus, glaube ich. Nee, wo waren wir? Bei Vodafone. Vodafone für 9,20 Euro oder 9,50 Euro.
ungefähr. Genau. Und danach? Danach ging es nach Österreich und da wurde es schon wieder komplizierter. Dann sind wir zum Lidl und da mussten wir uns natürlich registrieren, hast nicht gesehen, war sehr kompliziert. Da saßen wir bestimmt eine Stunde lang vorm Lidl und haben versucht uns zu registrieren. Naja, im Endeffekt klappte dann auch alles. Aber die Karte funktioniert natürlich nur in der EU. Und hier in Serbien mussten wir uns natürlich was anderes ausdenken. Und dann sind wir zu Jettel, haben uns eine Karte für Ausländer besorgt für sage und schreibe 15 GB, 4,60 €. Genau. Also ist es auch möglich, in über Österreich Lidl den europaweiten Prepaid-Tarif zu nutzen. Da muss man allerdings jeden Monat diese 15 € aufladen, um dann 15 € im Monat zur Verfügung zu haben. Jetzt haben wir für 2 Wochen 15 GB in Serbien bei Jettel und das kann man auch wieder aufladen. Da muss man allerdings immer in diese Filiale reinlaufen. Aber wie ihr seht, alles ist machbar. Man bekommt auf der ganzen Welt mobile Daten. Man muss nicht irgendeinen Vertrag abschließen. Falls ihr dazu noch Fragen haben solltet, schreibt gerne einen Kommentar unten in die Leiste. Und wenn euch die Information gefällt, Daumen hoch und abonnieren. Und das Gebäude hinter mir ist jetzt die Nationalversammlung der Republik Serbien. Sprich, bei uns kennen wir es unter Bundestag. Okay, und jetzt besuchen wir noch ein Gebäude, was nicht auf jeder Agenda einer Stadtführung steht. Los geht's! Philipp Travel. So sieht's aus, Freunde. Okay, wir sind mal wieder angekommen bei unserem besonderen Punkt, bei der Stadtrundführung. Und wir versuchen mal reinzugehen. Ist anscheinend zu. Okay, wir waren jetzt auch hier gerade klingeln. Und haben mal gefragt, ob wir rein können. Aber ist wohl nicht möglich. Wir versuchen trotzdem mal einen Blick zu erhaschen. Anscheinend ist hier irgendwie so eine Privatveranstaltung. Okay, schade, auch sowas muss man akzeptieren. Okay, was jetzt? Essen? Essen, ja. Okay, wir haben uns von unserem letzten Gastgeber bei der einsamen Hütte vor ein paar Tagen sagen lassen, dass eine serbische Spezialität Hamburger sind. Glaubt man kaum, ist aber so. Freut mich natürlich sehr. Und sowas werden wir jetzt suchen, oder? Ja, oder eben was anderes Serbisches. Genau, lass mal gucken, was die serbische Küche so hergibt. So, kleine Stadtführung ist beendet. Einige Besorgungen wurden auch getätigt. Und was sagst du, Belgrad? Belgrad ist sehr schön, ist zwar eine Großstadt, ne? Nicht viel los. Ja. Aber so ansonsten ist es schön. Und ich glaube, wir haben auch nur einen Bruchteil gesehen, weil wir haben uns sagen lassen, Belgrad soll so groß sein wie Berlin. Also nur ganz klein. Ja, ja. Aber ich fand es auch sehenswert, also lohnt sich herzukommen. Jetzt warten wir wieder auf den Öffi, jetzt fahren wir zurück und hinlegen, denn morgen geht schon weiter. Und schon wieder heißt es Abschied nehmen aus einem kleinen Paradies. Ja. Tschüss Klimaanlage. Tschüss Dusche. Und vor allen Dingen tschüss Bettchen. Ja. Es war sehr gemütlich. Tschüss Bett. War gemütlich in dir. Aber jetzt freuen wir uns auch wieder aufs Zelt. Gut. Da lang. So, es geht erstmal wieder raus aus der Stadt. Raus aus Belgrad. Und welchen Radweg suchen wir? Natürlich den Eurovelo 6. Mal gucken, wie schnell wir den jetzt finden. Okay, wir verabschieden uns schneller von Belgrad, als wir gucken können. Jetzt geht's schon über die Donau. Die
die Hauptstraße. Scheiße. Egal. Carmen ist da hinter mir, alles gut. Und weiter geht's. Und tatsächlich, direkt kurz nach der Brücke, taucht der Eurovelo 6 auf. Ganz versteckt. Jo. Da oben sieht man ganz leicht einen serbischen Zug. Und ich dachte schon, bei uns in Deutschland ist viel Graffiti, aber das Ding toppt alles. Das ganze Ding ist da voll gekleistert. Auf jeden Fall, wir müssen hier Kovin Pančevo. So, nachdem wir jetzt von da hinten kilometerlang auf dem Deich gefahren sind, mit dem Biotop an der rechten Seite, war echt schön da. Ja, haben wir uns der Weg war ein bisschen holprig, aber daran müssen wir uns gewöhnen. Jo, machen wir jetzt hier an diesem Kiosk mal ein bisschen Pause. Und wir wurden gerade schon wieder angesprochen von einem Serben, der auch Deutsch lernt. Und wir haben uns auch sagen lassen, dass die ganzen deutschen Kennzeichen, die wir hier sehen, die ganze Zeit von den Gastarbeitern stammen. Also von den Serben, die in Deutschland schon etabliert sind und arbeiten und dann halt nur nach Hause kommen, um Urlaub zu machen. Und es sind doch schon einige, die jetzt hier auch Deutsch lernen, wieder um in Deutschland Fuß zu fassen und zu arbeiten. Ne? Ja, finde ich auch. Ja. Sehr viele. Okay, jetzt fahren wir weiter hier lang, denn nachher trifft der Radweg vom Deich trifft auf die Straße im nächsten Ort. Weiter geht's! Dafür halten wir jetzt mal an der Ecke. Juhu! Okay, es gibt was zu feiern in Sodara. Wir haben die 2000er-Marke überschritten, wie ihr gerade mitbekommen habt. Zack, da sind sie. Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön, Ihnen auch. Danke sehr. Hier wird wieder gestreikt. Na, hier Stau. Und hier sieht man es, sie legen die ganze Stadt lahm. Saubere Sache. Seid stark, macht euch laut. Lasst nicht alles mit euch machen. So, wie ihr seht, wir verlassen jetzt wieder die Stadt Sodara. Ne? Ja, eben war richtig was los. Stau, stockender Verkehr, alles liegt lahm. Straßensperre. Straßensperre. Die Bauern demonstrieren hier wie die Verrückten und das ist auch gut so. Da hinten wird noch gehupt. Cool. Super. Okay, unser nächstes Ziel, beziehungsweise unser nächster Zwischenstopp, wird sein Topola. Hello! Again! Die haben wir eben schon mal gesehen. Freie Straßen! Hello! 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 Topolan! Ja, wir wurden gerade überholt von der anderen Radfahrergang. Und wir werden schon wieder überholt. Und wir müssen anhalten. Hey? Hallo? Hey. Hallo? Good, and you? So ist es nicht zu fassen. Wir treffen den nächsten Deutschen. Das ist Manu neben uns. Manu ist auch mit dem Rad unterwegs und hat ein mega geiles Setup.